Hallo und herzlich willkommen hier bei der 5. Episode von The Walking Dead, was gleichzeitig die letzte Episode ist, No Time Left. Ich freue mich hier ein Bein ab und bin jetzt sehr gespannt, endlich mal reinzuspielen. Ich weiß nicht, ich habe null Vorstellung, was passieren wird. Ich hoffe, es gibt verschiedene Enten. Ja, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was passiert, denn wie ihr ja garantiert mitgekriegt habt in Episode 4, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt erstmal reingucken. Episode 4, da gab es ja 8 Wege, wie die enden konnte, also mit wen wir denn jetzt genau gehen. Werden die jetzt direkt zu Anfang alle nach und nach sterben oder wird das Auswirkungen auf das Spiel haben? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass im Endeffekt die jetzt nacheinander alle sterben, wir dann auch alleine sind, weil dann wäre ja die Episoden bei manchen Leuten viel länger als bei anderen. Deswegen starten wir einfach mal rein. Ich habe schon angefangen, leider hat er da meinen Xbox-Controller nicht wirklich erkannt und dann hatte ich nochmal neu angefangen. Aber jetzt können wir uns diese verdammte letzte Mal bei The Walking Dead nicht nochmal angucken. Deswegen sage ich einfach mal für die es nicht mehr wissen. Letztes Mal, was passiert ist, wir sind in die Stadt gekommen mit dem Walkie-Talkie von Clementine und Clementine wurde entführt und mehr hat der Vorspann auch nicht verraten. Deswegen starten wir jetzt direkt mal rein. Ich bin gespannt. So, wieder mal achtet das Spiel auf unsere Entscheidung. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! No, Lee. Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. You should really watch your tone. Clementine's fine, but if I were you, und please, don't hurt her! Hurt her? I'm not the one who hurts people. There's an ocean of dead between you and me and her, and if I can thank God for anything anymore, it's that. Diesen Satz, den haben wir letzte Folge ausgesucht. Und der wurde jetzt erst gesagt, aber anscheinend heißt das ein guter Satz gewesen. Just hold on, Clementine. Coming for you. Jetzt hat er schon wieder meine Steuerung umgeändert. This is bad, but we can deal with it together. We're going to need to hurry. How's that feeling? Woher soll ich das wissen? Well, you're still alive. That's something. Ob das gut war? Totally. We don't have a lot of time. Oh, allerdings, die haben wir gar nicht mehr. Haben wir irgendwie? About to have a lot less. We three will stop them getting in. Lee, find a way out of here. Nee. Nothing through here. Okay, jetzt mal ein schnelles Umgucken gerade. Mach die. That'd be too easy, huh? Ich dachte jetzt schon, der macht die auf. Reden mit denen, weiß ich nicht, ob das was bringt. There's thousands of dead filling the sewers and God only knows how many up top, so, you know. Hat er wohl recht. I should keep looking for a way out. Yeah, as quick as you can. Ja, komm, dann gucken wir mal lieber nach einem Weg aus. Ich traue dem Spiel hier nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das hier auch wieder irgendwas mit Zeit ist. Nix drin. Oh, was ist das? Was ist das? Looks like a carjack. I don't want to imagine this being used on a body. Boah. Das stimmt, wir sind hier in so einem Leichenhaus. Wie man ja schon an den Leichensägen da erkennt. Okay, da scheint auch nichts drin zu sein. Und da. Just some surgical supplies.
Okay. Da geht's aber noch hoch. So, wir haben anscheinend nicht mehr viel Inventar, obwohl... Hey, I think I found a way out. Genius. Allerdings, hör doch mal an der Tür, bitte. Okay. Ja, das ist richtig. Schießen wäre jetzt sinnlos oder auch dumm. Ach, jetzt kriegst du die Millimeter... Und Quicktime? Erwarte doch jetzt ein Quicktime-Event. Hallo, ich erwarte ein Quicktime-Event. Ma. Was? Nein! Scheiße. Episode 5. No time left. Keine Zeit über. Ja. What the hell happened? It's the bite. Well, what can we do? I don't know. Help me move him. Können wir den Arm abhacken? Jesus. Are you sure this will help? You got any better ideas? Okay. It's now or never. Stop! He's awake! He's awake! He's bitten. We still gotta do something. Do we have to cut it off, though? We're trying to save him. At the very least, buy him some time. But this way? Do we know it works? Of course not. Is there gonna be a lot of blood? There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. If there's any chance this saves his life, we have to take it. Let's do it. Maybe it'll work. It's a big risk. Yeah. We're down here without a lot of options. Fuck it. Cut it off. Seriously? This is going to hurt. Oh, fuck! Yeah. Ah! Gut, machen die das wirklich? Oh mein Gott! I'll go as fast as I can. Oh Gott, und da direkt am Anfang. Oh Gott, war das... You got... Try to stay still. Just hold on. Oh nein, was ist das, Siri? Jetzt haben wir nur noch einen. It was getting to the point where we figured you weren't coming back. It hurts so bad. But maybe now I got more time. Do you think you'll be able to travel? You lost some blood. Ah, scheiße. Yeah. The elevator's open, let's go! Oh man, jetzt haben wir nur noch einen Arm, ey. Bleed on anyone. Oh fuck. War das richtig? Das war jetzt echt fies. Jeez. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. You think it's possible for you? Yeah. Keep going. Oh Mann, ja, scheiße, ey. Das wird jetzt echt, echt schwierig. Aber... You okay down there? Aber ich habe echt die Befürchtung, dass wir sonst irgendwie... It's no big deal.
Another arm would just get in the way. Jesus Christ, Lee. Was? Wo denn? Was denn? Was denn? Ich habe echt die Befürchtung, dass wir sonst irgendwie sterben würden oder irgendwas Böses passiert, wenn wir... Ah, dann war das mit dem Arm vielleicht doch gut, aber vielleicht doch nicht, weil wir jetzt haben nur noch einen Arm, Mann! Und die Kamera ist besoffen. Oh, jeez. Everything okay up there? I think I just peed myself. So, yes, then. Aber ich kann gar nicht so schnell drücken jetzt. Ich habe gar nichts kapiert. Oh mein Gott, sei ruhig. Sei verdammt nochmal ruhig. Sei doch ruhig. Leise. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Na, zum Glück war es der linke Arm. No held. Ich vermute mal help. Wasn't this city empty not too long ago? Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There's thousands. Did they follow us here? It seems like it, but that can't be, can it? That's crazy. They can't track. They just roam. What about the train? What about the train? Clementine's out there somewhere. Gobbled up in all of that. We'll get to her, Lee. We'll do whatever we have to. Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. I don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. Omid's right. If you see yourself getting woozy or, you know, if it didn't work, just take it easy. Okay. Probably just need to go a little slower. And I know we can't afford dead weight, so... Don't treat me like I am. We won't. Now what? We need to get down there and find a scared little girl. Let's try to get our bearings. Fuck, ey, wir haben nur noch einen Arm, Mann. Oh, Mann, into the fire. Scheiße, ey, ich krieg mich hier nicht mehr ein. Oh, Mann. What's up over here? That's Bell Tower. That's what's up. Huh. Yeah. That could help. Allerdings. Hey. I see if you can make that. I'll see if we can make it out to that bell tower. Okay. Be careful though. I don't want you going any sooner than you have to. Thanks. I think you're Clem's favorite. You know that? Really? Yeah, she's a big fan. You get away with shit I never would. We're getting her back, Lee. You know that, right? Yeah. When we get this fucker, we'll get out of sight and leave you with him. You get me? I get you. How's the leg? It's doing a lot better. Thanks for going into Crawford for me. Even if it wasn't entirely for me. Clementine, too. She's tough as hell. Isn't she? Yeah. Don't worry more than you should about her, okay? Okay. Ne, das werden wir jetzt noch nicht machen. Ja. So, wir schauen uns jetzt erstmal hier in Ruhe um. Beim schönen Gebrülle der Zombies da unten. Krass, wir haben nur noch einen Arm, ey. Ich könnt kotzen. Und das direkt zu Anfang, das... Ah... Ja, und da wurde wohl jemand mitgenommen. Some poor bastard took a spill. Ob der noch irgendwo hier ist? It's an extension ladder. Ah, ah.
You need a hand with that? I got it. Das erste Mal, dass der... dass der sowas richtig trägt. Damn it. Yeah, could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You shouldn't be the one to go. My leg's feeling better. Let me do it. I'll do it. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten again? So we're agreed then. Ich würde mich aber noch weiter umgucken gerne. Geht das? Ah, nein, geht nicht. It should be able to get me across the gap. I don't like anything about this. It'll take 2 seconds. Dann zählen wir mal. Eins, zwei... Maybe we should have someone more able-bodied doing that. You sure you're up for it, Lee? Say that again and you're gonna find out. Fair enough. Oh, Moment. Climb to Bell Tower. Ja, kriegen wir hin. Oh, irgendwas passiert noch. Ich merk's doch. Da oben ist doch bestimmt irgendjemand jetzt. Oder das geht zu oder sowas. Ah. Ja, siehst du. Oh mein Gott. Damn. Shit, man! Are you okay? Yeah, I'm fine. I was wishing I had my other hand. No shit! Try to find another way out of there? Was war das denn jetzt für eine Betonung? Out of there? Oh God. A few solid rings of this and there'll be thousands down below. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier dran ziehe, dann ist tot. Locked. Shit. The exit in here's locked. Tja. Blöd. Sehr blöd. Hier irgendwie so ein Kamerawechsel, dass ich mal. Ja, dann. Bin mir nicht sicher, ob das so optimal war. They're coming this way. Tons of them. Jesus. Now get back here. Mit einer Hand und ohne Leiter. Scheiße. I think I have to jump. There's no way back. Fuck, be careful. It's not that far, just a little hop. Richtig. Das kriegst du hin. Gott, Lee, mach das Beste draus. God damn it! Nice. Ich hab schon eine Gänsehaut. Now let's get the hell out of here. God, das Spiel macht mich fertig. Jetzt sind wir wieder hier. Ohne Ton? Doch jetzt. Uah. Naja, das war direkt.